Aber sag mal eine Stellung. Das bilden wir schneller. Das ist zu viel Arbeit. So, jetzt erstmal die Schrauben lösen. Für die Heckklappe. So, jetzt hier diesen Card Reader abmachen, das ist hier das Oberteil, und dann den Betrieb lösen. Ja, so, dann den Deckel abnehmen. So, kann man zur Seite legen. Und um dieses Teil und das Netzteil geht es dann im Prinzip. Da müssen wir jetzt die Schrauben hier, hier, hier. Nochmal lösen, ich glaube die beiden auch. Okay. So, dann die beiden Stecker oder die drei Stecker lösen. Logischerweise. Okay. So, und dann können wir im Prinzip die Netzteilplatine drehen und. Es ist dasselbe Problem, was ich schon mal gemacht habe. Diese beiden Lötstellen. Die und die sind kaputt. Die habe ich vor 8 Monaten schon mal repariert. Und man sieht hier, dass die wieder kaputt sind. Und ich habe vergessen, Lötzinn hinzuzugeben. Das mache ich jetzt nochmal mit dem Lötkolben. Und wenn das wieder okay ist, ihr seht, die sind okay. Also die links daneben. Und die sind kaputt. So, ich hoffe, das reicht jetzt für die Lötung. Macht man so, ja, genau. Ist der andere, aber der ist es, genau. Okay, noch Stopp.